Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Look at the arm. Was soll das? Alles klar. Herzlich willkommen zu einem wirklich neuen extremen Video. Da ich heute wirklich ultimativ kreativ war. Ja, deswegen gibt es heute ein Frage-Antwort-Video, bevor das Video startet, okay? Eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt. Ich bin wirklich ultimativ dankbar. Denn die Person hat die Antwort auf alle Probleme und auf alle Fragen in meinem Leben gefunden. Kannst du mir heute vielleicht beim Drehen helfen? Kannst du mich vielleicht kurz spotten, während ich noch im Satz bin? Brauchst du die Hantel noch? Wie viele Sätze hast du noch? Auf all die Fragen habe ich die perfekte Antwort gefunden. Halt dein Maul. Danke dafür. Halt einfach dein Maul. Es gibt noch einen Punkt, über den ich mich hier aufregen kann. Neulich, da bin ich auf Instagram hängen geblieben. Bin dann auf einen netten Kommentar aufmerksam geworden. Du bist so ein elendiger Spast. Guck dich an, du bist ein richtiger Lauch, du Hurensohn. Über so einen Kommentar denkt man sich natürlich erstmal, wow, krass. Die Community ist wirklich voll hinter mir. Yo. Muss ich mal kurz nachschauen, wenn er sagt, dass ich ein Lauch bin und nur so ein... das wird wahrscheinlich schon ein ziemlicher Brecher sein. Es ist wirklich kein Witz. Es ist kein Witz. Der Typ war wirklich, der war 10, ja? Der war wirklich 10. Wahrscheinlich. Bin ich im falschen Film oder was? Bin ich noch ganz knusper? Alles klar, danke dafür, für diese Scheiß-Story. Ich habe nämlich auf Twitter gepostet, werde versuchen, heute ein Frage-Antwort-Video zu machen. Mal sehen, ob ihr gescheite Fragen auf die Reihe bekommt. Ich bin beeindruckt, wie das Ganze geklappt hat. Wie groß ist der Durchmesser deines Schwanzes? Hast du Gemachtelfing? Warum bist du so eine Missgeburt? Magst du die Nase von Marcel? Ey, yo, ne Frage. Oder danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut. Dein momentanes Lieblingslied. Ihr kennt mich, Leute. Ich bin niemand, der groß rumschreien muss, dies, das. Ich bin ein Typ... der Idylle, ein Typ der Ruhe. Ihr kennt mich, ich höre mega gern Deep House. Was Ruhiges, im Takt fließendes. Wir begeben uns nun auf ein Abenteuer der wahren Idylle. Ich kann es kaum erwarten, diese Geschichte zu erzählen. Bis ich diesen Scheißknoten entfernt habe, verdammt ist! Doch ich bleibe gelassen. Ich decke mich zu, schaue ein paar Mal auf mein Handy. Es war ein Dienstagabend um 7 Uhr. Ich lege mich ruhig hin, drücke den Play-Button und lausche einfach nur der Idylle der Abendruhe. So, hier der Patrick Richter fragt, was war die schlimmste Downphase in deiner YouTube-Zeit? Das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich war die schlimmste Downzeit damals, vor circa 2 Jahren, als meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Es war damals einfach so, ich habe jedes Wochenende hab ich gesoffen. Ich habe probiert, mich abzulenken. Jedes Wochenende habe ich geheult, von wegen meiner Ex-Freundin. Irgendwie, ich war mega schlecht in der Schule, habe einfach so keinen Ausweg mehr gesehen und bin einfach mega abgekackt. Jetzt mal eine ganz, ganz, ganz krasse Sache, auf die ich eingehen will. Ich wollte es eigentlich auf dem Lifestyle-Channel besprechen, aber ich finde, das passt jetzt hier ganz gut rein. Ich wollte die Episode nämlich heute nicht nur mit so Jokes aufziehen und hier sind ja aber auch ein paar gute Kommentare dabei. Und zwar habe ich eine Facebook-Nachricht bekommen. Und zwar hat mir einer geschrieben, hey Digga, mir läuft es in der Schule scheiße, ich habe keine Freundin. Meine Eltern geben irgendwie einen Scheiß auf mich und ja, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe irgendwie keine Lust mehr. Ich will mir das Leben nehmen. Hat die mir so geschrieben. Im Moment dachte ich mir so, was geht ab? What the fuck, was geht ab? Ich wollte dann nicht diese 0815 Antwort schreiben. Digga, man verzagt doch nicht. Nicht traurig sein, du packst es und so. Ich habe ihm mehr oder weniger eine Art Anschiss gegeben. Denk mal nach, Mann. Denk mal nach. Das Leben ist ein Geschenk, Mann. Das kannst du nicht einfach wegwerfen. Lass dich nicht die ganze Zeit unterkriegen von irgendwas, was andere Leute zu dir sagen. Andere Leute reden auf dich ein und sagen zu dir, du bist schlecht, du bist scheiße, du kannst nicht. Deswegen lässt du dich doch nicht unterkriegen. Sei mit dir selbst zufrieden, sei mit dir selbst im Reinen, sei glücklich mit dir selbst. Und zwar habe ich ihm dann gesagt, Digga, ich werde dir da raushelfen. Was mir damals geholfen hat, ich kann das natürlich jetzt nicht auf die gleiche Situation beziehen, weil das ist natürlich viel extremer. In so einem Fall braucht man einfach was, was einem wieder... Auftrieb gibt, was dann wieder Schwung gibt. Zum Beispiel das Training hat mir damals geholfen. Wie bin ich aus meiner Down-Phase rausgekommen? Ich habe angefangen zu trainieren, gesünder zu ernähren, nicht mehr zu viel Scheiße zu bauen, mich ein bisschen zusammenzureißen, mich zu strukturieren. Es hat mir Erfolgserlebnisse gegeben. Ich habe Fortschritte gemacht in jeglichen Bereichen. Ich habe wieder einen Sinn gesehen. Und es ist oft mega wichtig, wenn man immer die gleiche Scheiße macht und dann darin auch noch verkackt. Aber deswegen holt euch einen Neuanfang. Oft ist es im Sport geil, einen Neuanfang zu finden, weil man dort Resultate erzielen kann, man kann Leistungen erbringen, indem man körperliche Anstrengungen vollbringt. Das ist eine super Sache. Aber das ist mir persönlich eine wichtige Sache. Und ihr merkt schon, ich war jetzt gerade ein bisschen ernster. Da ist bei mir aber auch ganz klar eine Grenze. Es gibt für mich, ich nehme viel, mega viel mit Humor. Ich finde mega viele Sachen lustig. Mache mich gerne über Sachen lustig. Aber wenn es darum geht, wenn es ernst wird, kann ich auch gerne mal ernst sein. Und in so einem Fall bin ich natürlich auch für meine Leute da. Weil ich sehe sowas einfach als Selbstverständlichkeit an. Wer sich in so einer Lage befindet, der bekommt natürlich auch Hilfe. Ich bin euch auch wirklich dankbar, dass unter der Episode nicht irgendwelche solche Fragen kamen wie...
warum bist du so eine Missgeburt oder so? Halt dein Maul! Verpiss du! Was soll das? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen die Ernsthaftigkeit mitnehmen aus dem Video. Ein paar, ja. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch ein paar Fragen damit beantworten. Schaut auf jeden Fall beim letzten Video vorbei. Lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Macht's gut.